I, A, U, Au, Ei und das EI, oder das EU, Oi. Das sind ganz schwierige Sachen, aber mit der Mundlaute-Tabelle funktioniert das wunderbar. Und jetzt zeige ich das jetzt, schaut's mal. A, vorne haben wir ja den Buchstaben schon gehabt mit dem A. Habe ich das jetzt gehabt? Moment. Schaut's mal hier. A. Und das I. So, und jetzt kommen wir zum AI. Und das habe ich da hinten natürlich auch hervorgehoben. Und wie? Indem ich in einem Bild zwei Schritte gezeigt habe. AI. Und hier steht es noch einmal und auch wie man schreibt. Wieder zum Ausmalen natürlich, damit es Spaß machen soll. Und genauso habe ich das aber auch mit AU, AU. Oder mit EI, EI. Oder mit EU, EU. So, und da sieht man O, das schreibt man nicht, es spricht man nicht aus wie E. Das spricht man aus wie ein O. EU. Euch zum Beispiel. Und dafür ist die Mundlaute-Tabelle da, damit sich Fühlen, spüren mit dem Sehen von dem EU, wie man schreibt, und dann auch mit dem Mund, mit dem Bild verknüpft. Und somit wird sich das ganz automatisch einspeichern. Und wenn man das im Spiegel macht, dann werdet ihr Kinder haben mitunter, die dann Lippen lesen können. Ganz einfach, weil sie es schon integriert haben in ihren Lernprozess und alles sich in diese Richtung schon abspeichert. So, meine Lieben, so schaut das Buch aus. Ich blätter das jetzt noch mal kurz durch. Da sind Bubengesichter drin und so sieht es aus bei den Mädchen. Da sind Mädchengesichter drin. Seht ihr das? Und jetzt lasst euch noch ein bisschen was erzählen. Im nächsten Video gebe ich euch noch ein bisschen mehr Infos dazu.